Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pirates. Wir haben in der letzten Episode ganz schön auf den Putz gehauen. Jetzt machen wir uns ein bisschen weiter auf den Weg nach Norden. Wir haben relativ viele Goldstücke. Wir haben auch noch ein bisschen was, was Truppen angeht. Kriegsbrig. Oh, darauf hätte ich Lust. So, bevor wir jetzt auf eine große Verfolgungsjagd gehen, lass mal kurz gucken. Was kann denn eine Kriegsbrig? Kriegskanu, ja, es ist schon nah dran. Kriegsbrig. 32 Geschütze, Mittel, Mittel, Mittel. 80 Fach, 200 Mann Besatzung. Oh yeah. Das wäre mal eine Aufwertung. Kriegsschiffe oder Piratenjäger. Damit fahren wir bisher. Auch ein Kriegsschiff, aber 12 Geschosse weniger. Weniger Besatzung und so weiter. Das wäre auf jeden Fall ein Upgrade. Und auch wenn es... Ach, mach dich weg. Auch wenn es keine Fregatte ist, ich glaube, das ist das nächstbessere. Jetzt müssen wir es nur noch kriegen. Oh, fahr doch nicht weg. Ja, jetzt haben die Monserrat angelegt. Super. Müssen wir nur noch gucken, wie wir da rankommen, oder? Was ist das? Kanonenboot. Ja, danke. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wirklich will. Wir können hier ein bisschen um die Insel rumeiern. Vielleicht kommen die noch mal raus. Handelsschiffe? Kein Interesse. Ich will ein großes Kriegsschiff, wenn es geht. Und dann können wir uns nämlich... Also mit 32 Kanonen und 200 Mann Besatzung können wir uns relativ leicht mit größeren Piraten anlegen. Das ist dann kein Problem. Was haben wir da oben? Westindienfahrer. Ui, die sind auch nicht schlecht eigentlich. Wenn man ein bisschen friedlicher spielt, glaube ich. Westindienfahrer? Ja, 16 Kanonen. Sehr langsam. Äußerst groß. Wenderadius. 120 Fracht als Begleitschiff nicht schlecht. Nee, dann nehmen wir lieber zwei Begleitschiffe, die ein bisschen wendiger sind. So, jetzt komm schon. Wollt ihr da an Altersschwäche sterben, ja? Ist das eine Bark? Damit will ich mich eigentlich... Davon will ich auch nichts. Handelsschiff. Auch ein Handelsschiff. Ach, Menno, jetzt waren wir so nah dran. Eine Kriegsbark. Ah. Das wär's gewesen. Kanonenboot Queen Mary. Nee, auch nix. Ach Mann, das ist ja blöd. Ja gut, hilft alles nix. Dann machen wir uns weiter auf die Socken. Wir haben nur noch für 10 Monate Nahrung und die Besatzung ist schon wieder leicht muffig. Gucken wir mal weiter. Früher oder später finden wir bestimmt eine Fregatte. Wirtschaft floriert, das ist auch nicht schlecht. Monserrat. Das heißt, wenn wir Handelsgüter verkaufen wollen, wäre das nicht schlecht. Französisches Kaperschiff, Handelsschiff, Westindienfahrer. Blühende englische Hauptstadt. Ja, da könnten wir eigentlich mal anlegen. In der Taverne gucken, ob es Neuigkeiten gibt. Und wir haben ein bisschen Beute gemacht, das könnten wir verkaufen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. So, da sind wir. Was hat denn der Schiffbauer für uns? Könnte Bronzekanonen. Haben wir schon. Das müssen wir auch nicht reparieren. Aufrüsten will ich es auch nicht. Dann treiben wir ein bisschen Handel. Hey, Gewürze kann man hier recht gut verkaufen. Das ist nicht schlecht. Ein Goldstück pro Geschütz ist ein bisschen dünn, aber... Machen wir mal so. Ich hebe mir jetzt mal 32 auf, wobei... Eigentlich ist es Blödsinn. Idee dahinter wäre gewesen, wir bekommen irgendwann ein besseres Schiff mit 32 Geschützen, aber das hat ja auch welche an Bord. Die fahren ja nicht nackig durch die Landschaft. Machen wir das mal so. Die Nahrung reicht noch. Natürlich weniger Tonnen, aber wir haben auch weniger Mäuler zu stopfen. Das passt. Dann gucken wir mal in die Schenke. Grüß dich. Neuen Schatz? Gerne doch. Von Blackbeard. Dann der wird sich freuen. Westlich von San Juan. Mörderspitze. Das kriegen wir hin.
Ja, nichts leichter als das. Super. Grüß dich, Schatzi. Ah ja. Richtig. Wir sind jetzt Nummer 7. Richtig. Haben wir letzte Episode nachgeguckt. Müsste ich mich dran erinnern. Und Nevis hat eine wunderschöne Tochter, der Gouverneur. Crew nehme ich nicht mit. Ist wenig interessant. Ich will eher Leute loswerden, bevor wir den Schatz aufteilen. Dann sind die nämlich, die das Geld kriegen, richtig glücklich, weil der Anteil pro Kopf steigt. Und dann können wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen. Wäre nämlich auch nicht schlecht so langsam. Wir sind immer noch auf dem niedrigsten und das merkt man in den Gefechten. Ist nicht mehr so wirklich spannend. Handelsschiff. Auch ein Handelsschiff. Oh Mann. Gut, das Immigranten, das will ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Wie doof wäre das denn? Wir verhindern damit quasi, dass die französische Niederlassung floriert, dass der Handel dort besser wird. Und wir kriegen ganz, ganz dicken Ruf bei allen Kriegsgegnern von Frankreich. Aber habe ich ehrlich gesagt im Moment überhaupt kein Interesse dran. Die ganzen Handelsschiffe, das ist halt blöd. Mir wäre es lieber, wenn wir mal das ein oder andere Kriegsschiff sehen würden. Oder den Baron Raimundo. Das wäre auch mal nicht schlecht. Die Westindienfahrer brauchen wir nicht. So, dann müssen wir uns überlegen, wo es als nächstes hingeht. San Juan, da könnten wir den Schatz von Blackbeard finden. Zusammen mit den paar Leuten, die wir noch haben, können wir da garantiert eine Stufe aufsteigen. Und vielleicht erhöht das nochmal kurzzeitig die Moral der Truppe. Dann hätten wir da auf jeden Fall was gewonnen. Okay, Wirtschaft floriert, weil neuer Gouverneur. Das ist gut. San Juan liegt voraus. Das ist auch gut. Und dort soll es irgendwo die Mörderspitze geben. Beziehungsweise war das nicht westlich von San Juan. Okay, wenn das San Juan hier ist. Mörderspitze wäre demnach südlich. Mörderspitze wäre hier. Dann gucken wir mal hier oben. Ja, das sollten wir hinkriegen. Ja, mit dem Wind segeln, das ist fantastisch. Ein armer spanischer Hafen. Oh, tut mir fast leid, Jungs. Ja, aber ich glaube, lange können wir nicht mehr unter spanischer Flagge segeln. Das ist irgendwie heuchlerisch. Nachdem wir eine spanische Niederlassung angegriffen haben. Gut, dann gehen wir mal hier an Land, würde ich sagen. Und suchen mal nach Blackbeards Schatz. Da hätten wir zum Beispiel schon ein Inka-Totem. Indianisches Totem. Okay, das heißt, wir sind eigentlich schon zu weit. Wir gehen ein Stück weiter in diese Richtung. Geysir und Tempel und dazwischen ist dann der Schatz. Geysir, Tempel, dazwischen ist der Schatz. Das war ja einfach. So, Jungs, dann grabt mal schön. Sollte jetzt nicht so schwierig sein. Och, wir müssen graben. Ihr tut mir fast leid. 9000 Goldstücke. Naja, Blackbeard ist halt einer der größeren Piraten. Och, und seht mal, das Graben hat sich gelohnt. Leute sind wieder happy. Nicht schlecht. So. Wenn wir schon hier in der Gegend sind, ich glaube, hier oben wäre der Raimundo möglich. Und hier drüben gibt es einige französische Niederlassungen. Ich würde sagen, wir segeln mal hier unten entlang. Vielleicht finden wir ihn. Und ansonsten gucken wir mal, was es in Port Royal so Neues gibt. Port Royal ist eine wunderschöne große Stadt. Und ich habe bisher noch keinen Spielstand erlebt, wo der Gouverneur von Port Royal nicht eine wunderschöne Tochter hatte. Kriegsbrig. Transportiert halt Truppen. Der hat locker mal 200-300 Leute an Bord. Das kriegen wir mit 127 Handels nicht gepackt. Und 32 Kanonen. Wenn ich zu sehr auf die Kanonen schieße, also seine Feuerkraft reduziere, dann ist das Schiff auch wahnsinnig schnell versenkt. Dann haben wir überhaupt nichts davon. Da, ja, würde der keine Truppen transportieren, hätten wir ihn angegriffen. Aber so ist mir das ein bisschen zu dick. Wow. Schnelle Galeone, das wäre es halt auch gewesen. Aber Spanier. Wenn ich jetzt auch noch spanische Schiffe auseinandernehme,
dann darf ich wirklich keine spanische Flagge mehr hissen. Blutkap? Mhm. Handelsschiff? Ja, alles uninteressant. Eine Fregatte wäre einfach ein Traum. Leider sind die recht selten. Nö, so nicht. Aber wir sehen schon mal eine ganze Menge neuer französischer Schiffe. Lange kann es nicht mehr dauern. Schnelle Galeone transportiert Truppen. Kriegsbrig. Okay, die transportiert auch Truppen und... Ja, versteckt euch halt in der Stadt. Oh Mann. Immer zu langsam. Hm. Handelsschiff und Kanonenboot. Ja, Kanonenboot wäre auch nicht schlecht, weil das halt sehr schnell ist. Damit können wir auch leicht gegen den Wind segeln, aber so. Mau. Kein Raimundo. Keine Fregatte. Keine leichte Beute. Und die Crew ist auch wieder muffig. Ich kann's ihnen nicht verübeln. Okay, das ist zwar jetzt eine englische Fregatte, aber was soll's. Es ist eine Fregatte. Bitte hab keine Truppen an Bord. Kaperschiff. Oh, das wird einfach. Die werden uns so schnell versenken. 30 Geschütze, 156 Männer. Das könnte funktionieren. Uah. Unser Schiff ist halt besser ausgebaut. Sieht gut aus. Oh, voll gegen den Wind. Au, 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 au. Hört ihr auf? So, das muss reichen. Jetzt nur noch das Duell gewinnen und wir haben eine Fregatte. Und brauchen uns in britischen Häfen erstmal nicht blicken zu lassen. Auf geht's. So leicht kommst du mir nicht davon. Yay. Dich krieg ich. Jawohl. Unsere Fregatte. Super. Zisch. Ganz lässig. Super. Hey, wir haben eine Fregatte. Dann müssen wir uns nur noch einen schönen Hafen suchen. Wir haben 118 Mann. Dann werde ich im nächsten Hafen die Beute mal aufteilen. Das heißt, noch mehr Leute will ich nicht. Dünne Beute. Ich würde sagen, Lebensmittel. 2 Monate müssten reichen. Wir nehmen gerade mal... Warte mal, können wir alles mitnehmen? Ja, können wir. Auch wenn wir die versenken... Halt! Nicht versenken! Behalten! Bist du deppert. Ich mache mir riesen Affen, damit ich endlich eine Fregatte kriege. Und dann versenke ich die aus Versehen. So weit kommt es noch. So, wo ist der nächste freundliche Hafen? Das könnte San Diego sein. Yep. Wir machen uns auf den Weg nach San Diego. Die Beute, darüber können die sich nicht beschweren. Für 118 Mann, fast 25.000. 2 Schiffe werden wir verkaufen. Die Fregatte werde ich behalten. Und dann müssen wir anschließend erstmal wieder eine kleine Runde drehen, damit wir die Fregatte aufrüsten. Denn was die als Ausrüstung hatte, ein bisschen unter aller Sau. Verglichen mit dem, was wir haben. Zugegeben, die Brigantinen hier hatten wir schon relativ früh. Dementsprechend hatte die natürlich auch jetzt super Ausrüstung. Aber wenn wir die Fregatte jetzt ausrüsten, oh, das wird ein Traum. Ich freue mich richtig, dass wir eine Fregatte gekriegt haben. Super, super. So, grüß euch, Schiffbauer. Ja,
Die Brigantinen brauchen wir gar nicht mehr zu reparieren, die werden wir gleich verscheuern. Leider können wir die Aufrüstung nicht ausbauen, das wäre schade. Das wäre schön. Eisensparren, ja, das ist eine schöne Aufrüstung. So, wir verkaufen dieses Schiff. Jawohl. Dann haben wir unseren Händler, dann müssen wir 21 Tonnen Fracht loswerden. Das machen wir mal als nächstes. Wir gehen zum Händler. Wir verkaufen alles bis auf 32 Geschütze. Das meiste von der Nahrung können wir verkaufen. 2 Monate bleiben bald da. Das müsste reichen. Dann das Handelsschiff muss verkauft werden. Und das Teil reparieren wir und rüsten es neu aus. Bleiben immer noch über 25.000 übrig. Das passt. Wir haben Hagelgeschosse, das ist super. Wir haben Baumwollsegel, das ist auch super. Die Liberty. Ja, das werden wir umbenennen in der nächsten Episode. Die beiden Schiffe jetzt wollte ich nicht umbenennen, weil ihr habt gesehen, die Crew war relativ muffig und ich wollte die Brigantine nicht ewig behalten. Die Fregatte allerdings wird nicht mehr weggegeben. Das wird unser Hauptkampfschiff. Einfach weil, ja, 200 Mann Besatzung, 32 Kanonen. Wir können uns das nochmal kurz angucken. Eine Fregatte. Bababab. Hier haben wir sie. Also ihr seht schon, das Ding ist schnell. Es ist ein großes Kriegsschiff, hat 80 Fracht, 200 Mann, 32 Kanonen. Es ist einfach ein Traum. Und ich glaube, es gibt sogar noch größere. Es gibt große Fregatten und Linienschiff. 48 Kanonen, 300 Mann Besatzung und immer noch schnell. Wenn wir Linienschiff finden, das wäre die einzige Bedingung, dass wir die Fregatte nochmal weggeben. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal kurz in die Schenke. Was hast du für uns? Kartenstück für einen Schatz von Jean Lafitte. Klingt irgendwie wie so ein Charakter aus Lazy Town oder so, ganz komisch. Gegend östlich von Santiago, da sind wir ganz in der Nähe, das ist super. Da können wir den Schatz jetzt aufteilen. Schauen nochmal in die Schenke für neue Besatzung und schauen dann beim Schatz vorbei. Das ist ein Plan. Merci. Oder gracias. Wir sind ja hier Spanische. Die Nummer 9 unter dem Duell pfeilschnell ducken kann. Okay, das heißt, keine oberen Angriffe gegen den. Das passt schon. Und der sollte relativ nah dran sein. Mad Dick Bones. Na, das kriegen wir hin. In Tortuga kann das Schiff mit 3er-Hängematten. Super, Tortuga. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir teilen die Beute auf. Besatzungsmitglied erhält zu seiner hellen Freude ein kleines Vermögen von 200 Gold als Anteil. Ihr könnt euer Flaggschiff Liberty behalten. Euer 5%iger Anteil der Beute als Kapitänslehrling beträgt 1247. Na, das klingt doch super. Da haben wir relativ viel Startguthaben. Die Leute sind richtig begeistert. Das machen wir. Kurz nochmal überlegen. Wir haben alle Schiffe verkauft, bis auf die Liberty. Das ist unser Flaggschiff. Klingt gut. Um eure Gesundheit steht es prächtig und im Laufe der Monate werdet ihr bald des Lebens auf festem Boden überdrüssig. Euer Flaggschiff ist wieder in Schuss und eure stolze Besatzung ist versammelt. Auf zu neuen Abenteuern. Jetzt können wir Kapitänslehrling fortfahren, wir können zum Gesellen aufsteigen oder wir können aufhören mit dem Spiel. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum Gesellen, Schwierigkeitsgrad 1 höher. Paar Monate an Land. Und ja, unser Anteil. Haha, wird super. Wunderbar. Sauber, wohlhabend, ach, eine herrliche Stadt. Schiffbauer brauchen wir nicht, da hatten wir schon alles. Wir gucken nochmal in die Schenke. Und suchen uns jetzt die Besatzung zusammen. 70 neue Leute willkommen an Bord und die sind alle gut gelaunt. Taten, voller Tatendrang. Denen geht's gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf die Socken. Mit der Fregatte. So. Östlich von Santiago hieß es. Ja, das ist ein schnelles Schiff. Oh Mann, lass uns nochmal kurz auf die Karte gucken. Irgendwo Schatzkarte war doch was. Steinkopf, 2 tote Bäume, Geysir. Und vor dem Geysir ist diese Zickzacklinie an der Küste. Kriegen wir diese Zickzackküste nachgemacht? Ich glaube, hier hätten wir da was. Ich glaube, wir gehen hier mal an Land und gucken uns um. Und da müsste in der Nähe ein Geysir sein.
Gut. Einmal drehen, bitte. 110 Mann Besatzung ist jetzt nichts, wofür ich ein Fass aufmache, aber für einen kleinen Piraten-Captain sollte das reichen. Die Nummer 9 zum Beispiel, der hier ganz in der Nähe rumsegelt. Doch, das kriegen wir hin. So, das ist Santiago und östlich davon. Stopp, östlich ist die andere Seite. Gegen den Wind segeln ist halt immer doof. War doch östlich. Ja. Das ist eins der gefürchteten Landschiffe. Die Black Pearl war auch ein Landschiff, jedenfalls in einem gewissen Teil von Fluch der Karibik. Na, brauchen wir nicht. So, wir gehen hier einfach mal an Land. Und gucken uns um, ob wir irgendwo Landmarken sehen. War da nicht was? Das sieht fast aus wie ein Schatz hier. Yep, das ist der Bogen. Dann haben wir das. Super. Na, das ist die Besatzung hier richtig glücklich, oder? Indianerüberfall auf Santiago wurde durch die Bürgerwehr abgewehrt. Das ist super. Ein paar Stunden Graben fördern den Schatz von Jean Lafitte zutage, der 7000 Goldstücke umfasst. Und wir haben wieder ein bisschen Kohle. So muss das sein. Dann zurück zu unserem Schiffchen. Das heißt, wir brauchen als nächstes ein Handelsschiff, als zweites, weil der Frachtraum ist zwar schön und gut, aber wird nicht ewig reichen. Und wir sollten uns auf die Socken machen, ein paar Aufrüstungen für unser Schiff zu kaufen. Tortuga können wir 3 Hängematten kaufen. Ich würde sagen, das wird unser erster Anlaufhafen, aber für heute erstmal Feierabend. Ich werde jetzt gleich noch speichern. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann in Tortuga die erste Ausrüstung. Maddox Bones, dann suchen wir uns ein bisschen Streit mit einem Piratenkapitän. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir einen französischen Händler aufgreifen für neues Handelsschiff. Gut, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.